So, Menschens, ich habe den nächsten fertig, den IKV 103. Und nur mal so ganz kurz: Dieser Panzer kombiniert wirklich alles, was ich nicht leiden kann. Ich mag keine TDs, also ich bin kein TD-Fan mehr. Ich habe die früher echt gerne gespielt und auch lange gespielt. Wahrscheinlich in meiner Anfangszeit oder in der Gro im Großteil der Zeit. Falsch gespielt oder sagen wir mal nicht ideal gespielt, so genutzt, wie man sie nutzen kann. Für mich ist das Gameplay zu statisch und der generelle Punkt von TDs ist ja eigentlich immer, dass sie den fehlenden Turm dann über Tarnwert oder Tarnwert in Kombination mit sehr guter Kanone oder guten Kanonen ausgleichen. Und ja, der fehlende Turm wird hier leider nicht durch eine gute Kanone ausgeglichen. Ist zumindest meine Meinung. Also ich habe bei dem Panzer echt gelitten. Ich habe nach 15 Games ernsthaft überlegt, die Gunmark auf dem Ding abzubrechen, weil mich dieser Panzer so unwahrscheinlich frustriert hat. Ich habe jetzt die letzten Spiele richtig Glück gehabt und alle gewonnen. Oder fast alle, glaube ich. 80% gewonnen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich wieder über die 50% Winrate gekommen bin. Das war bei dem Panzer immer so ein knapp über 50, knapp unter 50, knapp über 50, knapp unter 50. Das war, für mich war es ein Leidensweg, weil ich, also entweder habe ich den Panzer letztendlich nicht verstanden, das ist eine Option. Oder der Panzer ist einfach von der Performance her bescheiden. Zur Crew, das ist die Crew, die den Grind bis zum 9er STRV durch hat. Den 9er STRV habe ich noch nicht gespielt. Die ist auf dem S1 aufgebaut worden und ich habe die Linie auch nur anlässlich so eines Events gespielt, wo man alle Nationen mit allen Nationen irgendwelchen Kleinkram erledigen musste und habe deswegen in der Forschung hatte ich nicht nur die Mediums durchgeklickt, sondern auch die TDs und ich habe die durchgeklickt bis auf den Sechser, also den Sechser habe ich gespielt, den Fünfer hatte ich nie gespielt und habe dann mit dem Sechser angefangen. Und nachdem ich ihn jetzt gespielt habe, war es definitiv keine Fehlentscheidung, meiner Meinung nach. Die Crew ist darauf ausgelegt, gute Sichtweite zu generieren und auf Camo maximiert. Also Waffenbrüder ist drauf, alle Crewmember haben 100% Camo. Dann habe ich einen sechsten Sinn, ganz klar. Den Büchsenmacher im Hinblick auf die STRVs, also die TDs mit Hydraulikfahrwerken, die dann letztendlich ein bisschen härtere Panzerung haben, wo dann auch ganz gerne mal HE drauf geklatscht wird. Deswegen habe ich hier den Büchsenmacher drauf. Dann den Geländespezialist, um die Mobilität zu verbessern im Gelände, dass ich mich schneller von A nach B verlegen kann, weil die Panzer alle mobil sind, also sind alle schnell. Und damit nehme ich den weichen und mittelharten Untergrund ein bisschen diese Bremswirkung vom Panzer. Das heißt, ich erhalte mir die Mobilität damit ein wenig. Dann habe ich die sichere Lagerung, ganz klar wegen dem Ammo-Rack. Und Speer plus Weitsicht. Weitsicht ist gerade noch am Skillen. Ruhige Hand. Ja, meist am Bremshebel eben, um nicht ausgezirkelt zu werden. Und der Ladeschütz ist momentan, oder die Ladeschützin, ist momentan am Skillen von Reparatur. So, zum Equipment. Alles erbeutetes Equipment. Eine Lüftung, Optiken und einen Ansetzer. Die Zielzeit auf dem Panzer ist an sich gut. Da muss man sich nicht drüber beschweren, das passt. Aber durch das, dass die Kanone meiner Meinung nach ein massiver Nachteil ist an dem Panzer, habe ich hier die Crew und den Panzer
darauf ausgelegt zu spotten. Also ich habe dieses Ding in sehr, sehr großen Bestandteilen der Gefechte als Light Tank missbraucht, weil ich mich auf die Kanone nicht verlassen kann. Klar, wenn du gegen Low Tiers ran kannst, dann ist die Kanone okay, aber gegen 6er wird's eklig und gegen 7er ist man ja in vielen Situationen Zuschauer. Die Munition, ich habe da gehe ich gleich drauf ein, auf die Module. Ich habe die Derp Gun benutzt und nicht die in Anführungsstrichen Top Gun. 370 Average Damage auf der HE, 53 mm Durchschlag, 371 Meter pro Sekunde Geschossgeschwindigkeit. Die Geschosse sind unwahrscheinlich lahmarschig. Auch wieder so ein Faktor von dem Panzer. Dann habe ich als Premium-Munition die Heat, das sind 10 Stück. 300 Average Damage, 110 Pen, das ist schon wieder so ein Indikator für die Gun-Performance, und 418 Meter pro Sekunde Granatengeschwindigkeit, auch wieder tierisch lahm. AP habe ich überhaupt nicht mitgenommen, weil der Panzer nur 29 Schuss am Start hat. Und damit war es das auch schon zur Munition. Zu den Verbrauchsgütern: Kaffee mit Zimtschnecken. Primär um Spotting zu maximieren, Camo zu maximieren. Die Gun an sich, ja, ist ein anderer Performer, finde ich. Dann die große Ersatzteilkiste: Der Panzer hat keine Panzerung. HE-Treffer gehen durch und machen massiven Schaden. Deswegen die große Ersatzteilkiste, um mehrere Modulschäden im Fall von einem HE-Treffer richten zu können. Verbrauchsmaterial: kleiner Erste-Hilfe-Kasten. Basic ziemlich. Und als Direktive habe ich dieses Ding mit kalibrierten Optiken gespielt, um die Sichtweite nochmal zu boosten. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Forschung drauf ein. So, kurz unterbrochen worden von der Family, die gerade wieder nach Hause gekommen sind. Zu den Modulen: Top-Ketten, Top-Motor, Top-Funkgerät, das ist ziemlich Standard, und Kanone habe ich die Stockgun genutzt. Der TD hat nur zwei 5er Kanonen, und wenn man jetzt auf die Kanonen drauf eingeht, dann werde ich mal versuchen zu verdeutlichen, warum ich diesen Panzer mit der Stockgun gespielt habe. Wenn man sich die Kanone anguckt: 320 Average Damage auf der AP mit 102 mm Pen, 300 Average Damage mit 110 mm Pen auf der Heat, 370 Average Damage mit 53 Pen auf der HE. Das war mal Punkt 1, und wenn ich jetzt auf die ausgebaute, in Anführungsstrichen, Top Gun gehe, der hat zweimal Heat, einmal reguläre Heat und einmal Premium Heat. 300 Average Damage auf beiden, 120 mm Pen auf der normalen Munition und 140 auf der Heat. Das war genau der Grund, warum ich gesagt habe, diese Kanone nutze ich nicht, weil ihr mit einem TD ohne Turm nicht immer die Möglichkeit habt, irgendwo Flanken zu spielen. Und wenn ich jetzt in ein 6er oder 7er Match komme, dann bin ich mit 120 oder 140 Pen in den richtigen Situationen einfach nur, sagen wir es mal, hart angeschissen. Also diese Pen war der Hintergrundgedanke, warum ich gesagt habe, okay, diese Kanone fällt einfach direkt weg. Gut, sie zielt ein bisschen schneller, sie ist minimal genauer, der DPM ist etwas höher. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich diese Kanone mit HE spiele und ich habe die Möglichkeit, mit HE ein Ziel zu penetrieren, also das funktioniert bei vielen Vierern, das funktioniert bei vielen Fünfer-Mediums, das funktioniert bei TDs, Artis etc. Also es gibt genug Panzer, die mit HE penetriert werden können. Dann habe ich über diese HE-Kanone einen höheren DPM, also Schaden pro Minute, als die Kanone mir überhaupt liefern kann. Deswegen ist mir die Kanone direkt rausgefallen, ich habe die Kanone benutzt. Aber meiner Meinung nach sind beide Kanonen Underperformer. Die haben in dem mit diesen Pennwerten auf einem 5er TD meiner Meinung nach nichts zu suchen.
Auf einem Vierer wäre es okay, also das wäre dann so vom Prinzip ein Stuck 3B, glaube ich, oder ein Hetzer. Die benutzen ja auch 10,5 cm Kanonen, da passt es noch. Aber auf einem Fünfer ist es für mich einfach ein Krampf. Ehrliche Meinung. So, Feuerkraft, 320 Average Damage, da geht er jetzt von der AP aus. Ich weiß nicht, warum er das nicht berücksichtigt, dass ich hier die HE genommen habe und überhaupt keine AP dabei habe. Also da ist das Game nicht clever genug, um das mitzurechnen oder zu berücksichtigen. 6,57 Schuss die Minute, 9,14 Sekunden Reload. Minus 12 Grad Gun Depression, das ist mega, also das ist super für einen TD, um jetzt irgendwo Halldown zu spielen. Das Problem ist nur, egal was ihr von dem Panzer zeigt, das hat keine Panzerung. Ich glaube, ich habe es auch nicht ein einziges Mal gehabt, dass an dem Ding was abgeprallt ist. Vielleicht mal mit Glück in den Ketten hängen geblieben, aber sonst geht's durch. 20 Grad Gun Elevation ist auch okay, also das macht oder gibt euch einen Gesamtrichtbereich von 32 Grad der Kanone in der Höhe und 20 Grad Seitenrichtbereich, also 10 Grad in jede Seite, das ist auch okay. 2 Sekunden Aimtime, 47 Sekunden, 0,47 Genauigkeit auf 100 Meter. Also die Kanone ist unwahrscheinlich ungenau, so viel sei mal gesagt. Oft genug ist es Glück, damit zu treffen. Und der DPM liegt jetzt hier berücksichtigt unter AP bei 2102. Liegt aber, wenn man jetzt HE nimmt und HE Pens berücksichtigt, deutlich höher. Allerdings trefft ihr ja nicht in Folge alle HE-Schüsse. Aber mit der HE kann ich halt auch noch gegen 7er oder 6er spielen, die so viel Panzerung haben, dass ich sie mit der, egal welcher Kanone ich habe, nicht mehr beschädigen könnte. Mit der HE kann ich dann noch Damage machen. Oder ich kann sie auf die Kette stellen und so über Assist spielen. Ich glaube, das Verhältnis gemachter Schaden und Assist müsste auch relativ nahe zusammenliegen bei dem Panzer, durch das, dass ich ihn mehr oder weniger als Light Tank TD missbraucht habe. Überlebensfähigkeit, er hat wenig Hitpoints, 460. 19 mm Wannenpanzerung frontal, 7 an der Seite, 12 am Heck, das heißt, HE geht hier überall voll durch. Ihr braucht euch keine Illusion machen, dass ihr einen direkten Treffer von der HE ohne massiven Schaden verdaut. Also, da knallt es richtig im Karton. Ich glaube, im Replay für die letzte Gunmark hatte ich einen HE-Pen von der Lev-Arty, weil mich meine eigene Kanone getrollt hat. Ein eigentlich sicherer Killshot hat nicht da getroffen, wo ich hingezielt habe. Und daraufhin hatte die Left die Möglichkeit, das Feuer zu erwidern und hat mir wunderschön eine reingeschraubt mit über 400 Schaden. Und mein Match mehr oder weniger dann auf ja, Zuschauer oder ja, auf jeden Fall hat es meine Flexibilität eingegrenzt. Zwar, wenn ich keine HP mehr zum Traden habe, dann kann ich nicht mehr so aktiv mitspielen, wie ich es gerne würde. Beweglichkeit. Der Panzer ist sehr leicht, also er wiegt maximal 10 Tonnen. In dem Setup, wie ich ihn gespielt habe, wiegt er 9,1. Hat 175 PS. 19,23 ist das Leistungsgewicht. Also das ist schon ein Leistungsgewicht über einem Medium. Der Panzer fährt 60 km vorwärts, 20 rückwärts. Diese 60 km habe ich, glaube ich, nie erreicht, aber 59 des Öfteren. Er braucht aber eine ganze Weile, bis er die Geschwindigkeit erreicht hat. Dann kann man damit recht fix hin und her flitzen, das ist okay. Wendegeschwindigkeit 41,52 ist brauchbar, aber auch jetzt kein Raketenwert. Und man muss berücksichtigen, dass hier schon 96% Meister am Bremshebel dabei sind. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist kein Perk, der erst bei Erreichen der 100% aktiv wird. Also es steigert sich mit dem Prozess der Skillung. Jetzt kommen wir zu guten Punkten mit Fahrzeug-Camo, Camo-Crew und dem Equipment, was ich drin habe, bin ich auf einen Tarnwert von 52,29 gekommen, wenn er steht. Und 32,97, wenn man damit fährt. Das heißt, der Tarnwert von dem Vieh ist unwahrscheinlich gut.
Was dann für mich auch wieder so ein Punkt war, warum ich gesagt habe, okay, ich missbrauche das Ding als Light Tank, weil die Kanone einfach bescheiden ist. Und ich muss irgendwie einen Nutzwert fürs eigene Team generieren. Ist natürlich ein bisschen mit Schattenseiten behaftet. So, Sichtweite ist jetzt bei 450 Metern durch die Direktiven, durch Premium-Verbrauchsgut, Lüftung und Optiken plus Perks und Waffenbrüder. Also da ist schon fast alles drin, was geht, um die Sichtweite zu boosten. Wenn ich jetzt die Weitsicht auf 100% hätte, dann würde es vielleicht nochmal 4, 5 Meter hochgehen ungefähr. Dann wäre ich bei der maximalen Sichtweite, die der Panzer generieren kann, ohne stationäres Equipment zu nutzen. Also wenn ich jetzt hier umbauen würde auf, wo sind sie? Scherenfernrohr. Das hier, dann würde die Sichtweite noch hochgehen, aber ich möchte aktiv am Gefecht teilnehmen und nicht das ganze Gefecht irgendwo rumstehen. Zudem bietet mir die Optik halt auch das Sichtweiten plus, wenn ich mich bewege. Und mir kann es nicht passieren, dass ich einfach blind bin, während ich mich von A nach B bewege und selber outspottet werde, was mir mit einem Scherenfernrohr passieren kann, weil ich einfach dann während der Bewegung nicht die Sichtweite habe. Der Panzer hat eine ziemlich bescheidene Basissichtweite. Ja, das war die falsche Baustelle. Fahrzeugdaten. Ja, da berücksichtigt er jetzt mein Equipment. Das heißt, ich schmeiße jetzt mal kurz das Equipment raus. Und die Crew. Ausbauen und einlagern. Nein. So. Dann haben wir jetzt die Basissichtweite. Müsste eigentlich jetzt auch hier drinne stehen. Und dann sind wir bei 340 Meter. Also dieser Panzer ist Stock ohne View Range Booster, sage ich mal, blind wie ein Maulwurf. Und deswegen die Optiken und nicht das Scherenfernrohr. Die Problematik bei der Geschichte ist, wenn ich ihn auf Sichtweite aufbaue und als Light Tank missbrauche, dann habe ich auch die gleiche Problematik, die man mit vielen Light Tanks hat. Wenn das eigene Team nicht in der Lage ist, Schaden an gespotteten Zielen zu machen, dann generiert ihr in dem Moment keinen Nutzwert fürs eigene Team und für euch. Mal davon abgesehen, dass das eigene Team weiß, welcher Panzer wo ist. Das soll es dazu gewesen sein. Jetzt gehe ich noch kurz auf die Statistik ein. Und dann werde ich diesen Haufen verkaufen. Oh, es reimt sich. Also 79 Games habe ich gebraucht, um ihn zu 3 marken. Ich habe 819 Average Damage gespielt auf diese 79 Games und 557 Assist. Also das heißt, ja, es ist nicht ganz ausgeglichen, aber es ist für einen TD ein recht hoher Spotting-Wert, würde ich sagen, was halt auch mehr oder weniger signalisiert, dass ich dieses Ding als Light Tank benutzt habe. Man kann natürlich über die Low-Tier-Matches, wenn jetzt das wenn man Top-Tier ist und viele Vierer im Gegnerteam hat, hat man halt natürlich auch die Möglichkeit, mit HE unwahrscheinlich viel Schaden zu machen. Also mein höchster Schaden waren 3251 Damage und 8 Kills. Das müsste, glaube ich, auch sogar das gleiche Gefecht gewesen sein. Sonst gibt es hier, glaube ich, aber auch wirklich nichts Besonderes mehr zu sagen. Panzerass war auch relativ easy. Ich kann auch wieder grob behaupten, jedes 10. Match ein Panzerass. Also ich habe die Auszeichnung für das Panzerass voll gemacht. Ich glaube sogar im letzten Game, das letzte, ja, dass diese Auszeichnung bekommen. Kann man sich zwar nichts dafür kaufen,
Aber nur so als Info nebenher. Das soll es dann wirklich zum IKV gewesen sein. Und ich würde sagen, wir gehen zu den Gunmarks, zu den Gefechten für die Gunmarks 1 bis 3. So, Gunmark Nummer 1 auf dem IKV, das ist die Karte Provinz. Oh boy, wenn ich dieses Ding schon sehe, da wird es mir wieder ganz anders, wenn ich an die Spielerfahrung denke. Ich nutze die Route hier drüben ja ganz gerne, um Panzer aufzuklären, über Assist zu spielen. Das ist ein 6er Game. Der eine oder andere Panzer ist für mich durchschlagbar. Ich versuche natürlich die Geschwindigkeit auszunutzen, jetzt darüber zu fahren und zu spotten. Weil Kollegen wie den T-150 oder VK3601H, da mache ich minimalen Schaden dran. Wenn ich sie seitlich oder von hinten bekomme, dann kann ich auch mal eine Heat drauf drücken. Wie man sehen kann, habe ich auch direkt die Heat vorgeladen. Ja, und geschwindigkeitstechnisch auch ganz ordentlich unterwegs. Also ich bin hier schneller als alles andere, was in dieselbe Richtung fährt. Art ist natürlich sehr gefährlich hier, aber mein Interesse sind die TDs. Wenn ich die TDs hier aufklären kann und meine Teammates dann Schaden drauf machen. Eigentlich schön über Assist damit spielen. Ja, wir spielen jetzt ein bisschen Fang den Hut. Ich habe den IKV aufgeklärt gehabt, einen Panzer, der absolut gar keine Panzerung hat. Nebenher den T-150 noch aufgeklärt. Ich nutze jetzt hier rechts die Felsen, falls hier hinten Panzer durchgefahren sind, um nicht von der Seite beschossen zu werden und die Felsen hier, um Arti safe zu sein. Funktioniert nicht so wirklich, wenn eine zum Beispiel FV-304 am Start ist. Und hier ist es jetzt einfach nur ein Geduldsspiel. Wer macht den ersten Fehler? Der M4 hat hier natürlich ganz klar den Vorteil. Der Kamerad hat den Turm. Aber ich habe an der Situation war ich ein bisschen genervt, weil ich nicht die Zeit habe, hier ewig rumzubohren. Werden nicht von der Seite beschossen. Wir haben überlegen, wie ich den M4 aus der Reserve locken kann. Ja, das ist leider nicht mein Spotting. SU-8. Lange genug drauf gewartet. Und mir direkt zwei Crewmember schlafen gelegt. Richtschütze und Fahrer. Dafür habe ich jetzt den M4 so weit gebracht, dass er sich an der Stelle bewegt hat, wo er beschießbar war. Bisschen aufgeklärt. Das hässliche Klickervolk. Ich gucke, ob ich hier an den T1 Heavy rankomme. Ja. Da kann man dann halt sehen, wie lahmarschig die Schüsse sind. Ich gehe hier das Risiko ein und bleib stehen, weil ich einfach noch einen Schuss auf den T1 haben will. Damit weiß ich, dass der IKV zurückgefahren ist, nicht mehr hier unten steht. Und bin auch One-Shot. 271 Schaden, 1162 Spotting bis jetzt. Ist der IKV aufgeklärt.
Ich dachte, ich wäre hier relativ safe, aber der T-34 hat doch Schussfeld auf mich. Mich am Orientieren, ob ich an die Su rankomme. Kurz meinen Fahrer zurückgeholt. Und habe hier unten noch ein bisschen was zum Farmen. Wenn die Gun durchschlagen würde. Also wie gesagt, für einen TD ist das Ding für mich einfach unterirdisch. Und das war Gunmark Nummer 1 auf dem IKV und wir kommen zum Kampfbericht. So, erste Gunmark Überlegenheitsabzeichen, zweite Klasse. Dann gab es knappe 49.000 Credits, 5.200, knapp 5.300 Erfahrungen, 25 Bonds, da müssen Tagesaufträge mit drinne gewesen sein. Im Teamscore nach Erfahrung sortiert auf dem 4. Platz gelandet, nach Damage wahrscheinlich irgendwo ganz, ganz hinten. Ja, auf dem 11. Aber meine primäre Planung oder mein primärer Plan war ja auch aufzuklären. Weil ich diese Kanone einfach, ja, ich traue der Kanone nicht, die ist einfach nicht so, dass ich sage, ja, ich fühle mich da wohler mit dem Ding als Damage-Dealer zu spielen, als Light oder als Spotter. 5 Schuss abgegeben, 5 Treffer, 2 Durchschläge, das ist einmal der beschissenen Durchschlagsleistung von dem Panzer geschuldet und dazu noch der grauenvollen Genauigkeit. 389 Schaden, 1457 Spotting, 7 Gegner aufgeklärt, 3 beschädigt, 2 zerstört, 1,1 Kilometer gefahren und unterm Strich sind knapp 6300 Credits plus übrig geblieben. Und damit gehen wir zu Gunmark Nummer 2. So, Gunmark Nummer 2 auf Redshire, ein Standardgefecht. 6er Match und da sind einige Panzer dabei, die für den Durchschlag schon mal ein Problem sind. KV-1S könnte klappen, KV-2 tricky, KV-85 auch nicht so ganz easy, die KV-1 auch problematisch. T1 Heavy problematisch von der Front. Also da ist schon einiges am Start, wo ich ein bisschen meine Probleme bekomme, was die Pen angeht. Im Gegenzug gibt es aber auch einige Panzer, die mit HE durchschlagbar sind. Ich habe trotzdem gesagt, okay, ich missbrauche meinen Panzer wieder als Light Tank, weil ich einfach der Meinung bin, dass er da mehr Nutzwert fürs eigene Team hat. Und fahre hier wieder meine Spotterbüsche ab. Wie gesagt, das Vieh hat einen sehr guten Tarnwert. Und er ist jetzt auch vom Profil her so niedrig, dass er hier komplett in die Büsche passt. Allerdings habe ich leider nicht den gewünschten Support an Snipern hinter mir. Und die fahren jetzt auch noch weiter. Also ich bin fest am Aufklären und bekomme einfach gar keinen Assist. Das ist auch wieder so ein wie soll man es nennen? Das ist so sinnbildlich fürs Low-Tier, dass du dich einfach oftmals nicht darauf verlassen kannst, dass deine Teammates auf gespottete Ziele schießen können, dass die auf die Minimap achten. Also der 1S hier fährt vor dem Hill hoch, fährt jetzt auch vor dem nächsten Hill weiter. Im High-Tier wäre der Kamerad komplett abgefahren worden, der hätte den ersten Hill nicht mal überquert.
Jetzt bekomme ich hier ein bisschen Spotting. Muss ihn halt jetzt mit den Kameraden hier oben teilen. Ja, dafür, dass ich halt mehr oder weniger die Kameraden alle bei der Querfahrt aufgeklärt habe. Der KV-2 ist perma gespottet und wird nicht beschossen. Jetzt hat er endlich eine kassiert. Das müsste von unserem KV-2 gewesen sein, weil er hat einfach schlagartig einfach fast seine kompletten HP abgegeben. Und damit habe ich zumindest 1625 Assist Damage gesammelt. Und jedes Game, wo ihr mit einem 5er 1500 plus kombinierten Schaden macht, ist ein gutes Game für die Gunmarks. Ich fahre jetzt hier ran, habe umgeladen auf Heat und will ein bisschen Damage machen. Ja, der ist zu hoch gegangen auf kürzeste Entfernung, damit kein Damage. Ich hatte hier kurzfristig überlegt, den Prinzen rauszunehmen, habe mich aber dann dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, okay, ich nehme lieber den KV-1, da kann ich mehr Schaden dran machen. Leider hat der T-67 hinter mir dieses Match gewonnen, also diesen Fight. Und das eigene Team pusht jetzt durch. Umgeladen auf HE, weil ich natürlich gesagt habe, ich will jetzt den T-67 zumindest noch mal treffen. Das sind Durchschlagstreffer sehr wahrscheinlich, allerdings ist der Zug hier schon abgefahren, also da brauche ich einen Durchschlagstreffer keinen Kopf mehr zu machen. Nicht genau, was er hier für einen Auftrag hatte. Aber den kratze ich noch zusammen. Und werde dann selber weggekratzt. Damit ist die Runde durch und wir kommen zum Kampfbericht. Ja, zweite Gamma, Gelegenheitsabzeichen, zweite Klasse, knappe 89.000 Credits und 1700 Erfahrung. Den Aufklärer, wieder eine unspektakuläre Runde, aber wie man sehen kann, ich habe hier 11 Gegner aufgeklärt mit meinem Light-Jagdpanzer. 1625 Assists und 311 Schaden bei einem Kill. Unspektakuläre Runde, nach Erfahrung sortiert auf dem 5. Platz gelandet. Nach Damage müsste ich wieder relativ weit unten liegen. Detaillierter Bericht: 3 Schuss abgegeben, 3 getroffen, 1 Durchschlag. Interessante Part war hier, wie gesagt, der Assist. Knappe 1,1 Kilometer gefahren und habe 58.000 Credits plus gemacht durch persönliche Missionen. Das war Gunmark Nummer 2. Wieder mal eins von den Beispielen, wo ich Jagdpanzer unkonventionell spiele. Und damit geht's weiter zu Gunmark Nummer 3. So. Dritte Gunmark, Prokhorovka, wieder ein 6er Match, also das Matchmaking war hier nicht so freundlich bei der ganzen Gunmark-Geschichte auf dem IKV. Guter Tarnwert, schneller TD, eine sehr offene Karte mit Cover, dann nutze ich doch den Light Tank, den Jagdpanzer wieder unkonventionell. Und das war auch hier wieder mein Plan. Ich gehe spotten. Wobei es hier diverse Panzer gibt, die ich beschädigen hätte können. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist der Nutzwert von dem Panzer bei solchen Matches einfach höher, wenn man ihn als Aufklärer missbraucht und nicht als Jagdpanzer. Weil die Schadenszahlen, die ich über Spotting hier generieren kann, die werde ich im Leben nicht über
Kanonengebrauch schaffen. Und wenn man sich die Map anguckt, ist hier auch einiges unterwegs, was mich supporten kann. In der Mitte schon den VK aufgeklärt, der allerdings keine Chance hat, mich hier aufzuklären. Ich gehe parken. Ich glaube, ich bin, wenn ich mich richtig entsinne, bin ich bei dem Match sogar einen Kaffee holen gegangen. Ja, und hier funktioniert das jetzt mit dem Spotting deutlich besser als bei der zweiten Mark. Also der Kamerad, der kassiert hier direkt Damage. Jetzt direkt 740 Assists. Erstmal Assist auf den VK 3601H bekommen. Und den IKV noch abgesahnt. ELC aufgeklärt. Da war ich erstmal ein bisschen, ja, unglücklich. Vorsichtig, dass er mich nicht erwischt hier. Aber direkt zwei Gegner aufgeklärt. Nachdem die jetzt auch Ziele haben, haben sie was zum Schießen. Und damit kann ich sie spotten. Und ja, die Zahlen, die Damage-Zahlen bzw. die Spotting-Zahlen steigen. Muss man dann halt einfach ein bisschen die Ruhe bewahren und nicht selber schießen. Nebenbei ist es auch das Match, wo mich die Kanone dann auf kürzeste Distanz so hart verarscht, dass mich die Lev-Arti fast noch one-shottet. Ja, da habe ich mich selber geärgert, dass ich geschossen habe, nicht wegen dem nicht wegen dem geringen Schaden oder dem Nicht-Durchschlagstreffer, sondern vielmehr wegen dem Umstand, weil ich den M4 getrackt habe. Und damit wird der Damage ja nicht gerechnet. Beziehungsweise wird nicht gerechnet, das ist nicht der korrekte Ausdruck. Ja, und wieder getrackt. Aber es ist halt einfach die Zahl, die höher ist, fließt in die Gunmark mit ein, ist es ist die Zahl fürs Spotting höher, wird die gerechnet, ist die Zahl fürs Tracking höher, wird die gerechnet. Und damit habe ich halt in dem Moment, wenn ich einen Gegner tracke und davor schon viel gespottet habe, verlorenen Spotting Damage, wenn man so will. So, meine Teammates fahren jetzt mal nach vorne. Das hier drüben ist auch wieder ein sehr interessanter Spielstil auf der Insel. Ich wollte hier einfach ein bisschen abaimen und dann selber Damage machen. Hab so ein bisschen auf den T78 gehofft, aber der T3485M hat schon gesagt, der wäre hier oben. T78 ist auch wieder so ein Panzer, den kann ich mit HE durchschlagen. An dem Punkt habe ich dann letztendlich gesagt, okay, jetzt muss ich hier ein bisschen das Ruder in die eigene Hand nehmen und vorknüppeln, wieder aktiv spotten. So, Stuck aufgeklärt, er hat mich dabei nicht gesehen. Und weiter geht die Reise.
2117 Assists soweit. Und 406 Schaden. Ja, und da habe ich die Lev aufgeklärt. Das sind jetzt 80 Meter. Und der Schuss trifft nicht da, wo er hin sollte. Die Lev aus der Drehung schraubt mir gepflegte 436 in den Panzer und reduziert mich auf 24 HP. Natürlich auch noch ein Crewmember mit rausgeschossen. Ich nutze jetzt hier wieder meinen Panzer als Light Tank. Hier ein bisschen über die Gun Depression spielen, gucken, ob ich an den AL rankomme. Aber er bewegt sich jetzt leider. Gespottet und den T-78 aufgeklärt. Das heißt, da ist nochmal potenziell Assist Damage für mich drin und da kommt er auch schon. Der verbündete Chinoo hier unten ist AFK. Das Eigenteam auf der rechten Seite von der Map ist komplett zusammengefallen. Cromwell aufgeklärt. Der müsste mich aber theoretisch auch fast gesehen haben. Beziehungsweise er kommt in meine Richtung. Also meine Sekunden sind hier gezählt oder meine verbleibende Gefechtszeit jetzt aufgeklärt. Glück gehabt. Und der Crumble nimmt mich hier raus. Die Runde geht noch relativ lang, weil die Teammates ein bisschen extrem passiv spielen und auch nicht auf die Minimap achten. Also der SDRV, der gönnt sich hier noch eine große Runde, farmt den Chinoo ab und ist dann hier hinten. Die Teammates sind hier vorne am Rumfahren und ich versuche es im Chat darauf hinzuweisen, dass er irgendwo an unserem Spawn sein muss, weil er den AFK Chinoo abgeschossen hat. Der SDRV aus dem eigenen Team macht die Runde, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe noch und gewinnt das Game mit einem richtig guten Ergebnis. Dritte Gunmark, Panzer Ass, 52.740 Credits, 1200 Erfahrung und den Wächter im Teamscore 2248 Schaden, der SDRV aus dem eigenen Team. Wie gesagt, also der hat hier eine richtig gute Runde gespielt für den Low Tier Fünfer. 523 Schaden kamen von mir, 2 Kills, 837 Erfahrung, der zweite Platz. 7 Schuss abgegeben, 6 getroffen, kein einziger Durchschlagstreffer. Das waren die 523 Schaden. 2755 Assist, 8 Gegner aufgeklärt, 4 beschädigt und 2 zerstört, knapp über 2 Kilometer gefahren und 28.000 Credits plus gemacht. Das war IKV 103, für mich ein widerlicher Panzer, wie im Review schon gesagt. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr was mit den Videos anfangen könnt, auch wenn es dann nur letztendlich die Möglichkeit ist, die einen TD noch bieten kann, um ihn unkonventionell zu spielen. Waren jetzt bei mir alles drei Matches, die bei einem TD nicht auf Schaden ausgelegt waren, sondern auf Assist, also auf Spotting, weil ich diesen Panzer einfach, ja, gun-technisch ist einfach eine Gurke. Das soll es gewesen sein, würde ich sagen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn euch Gunmark-Videos generell interessieren, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr bei neuen Uploads von mir Benachrichtigungen. Ansonsten Fragen, Anregungen, Anmerkungen, sonstige Kommentare, alles unten in die Kommentare, Verbesserungsvorschläge ebenfalls in die Kommentare. Und in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Spielen und melde mich ab.